Hallo und willkommen zu einer weiteren Ausgabe von Koschig ganz nah dran. Heute bei... Und nun viel Spaß. Mit der wunderbaren Kopfgang. Wisst ihr mal, was die für Jugendliche sind? Also für ihn nicht vor allem. Ja? Meinst du, mir war schon mal einer mit so einem kurzen Rock drauf? Nein, mit der wunderbaren Musik von Remedy, die alle vier miteinander übrigens etliche Monate älter sind als ich ganz allein. Und ehe ich jetzt wieder zurückkehre zur Hochkultur, also vorher noch ganz kurz, der Grund für meine heutige brüderliche Freude. Dies streng genommen nicht brüderlich, sondern brüderle. Also dieser Brüderle, ja, der ist ja minder, also mehrfach minder, also Angehöriger einer Minderheit. Also von mehreren Minderheiten. Er kommt aus Rheinland-Pfalz, eine Minderheit. Er ist Mitglied der FDP, eine extreme Minderheit. Er hält sich selbst für die Zukunft. Praktisch totale Einsamkeit. Mit mir, meinen heutigen Gast am Spültisch, Mitglied des Deutschen Bundestags, parlamentarischer Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, Herrn Hartmut Koschig. Es gibt ein paar Regeln, Herr Koschig. Wenn Sie nicht antworten möchten, haben Sie ein Schweigekärtchen. Es gibt auch einen Telefonjoker und Sie können das Publikum befragen. Es hat noch nie, das Publikum können Sie ehrlich gesagt vergessen. Also, ihr habt jetzt den ganzen Sommer Zeit, das zu vergessen, kann ich auch nicht vergessen. Erstmal vielen Dank, dass das so schnell und unkompliziert geklappt hat. Ich bin völlig baff. Ich dachte, Mensch, Staatssekretär, da wird so gegen 17:30 hier so eine GSG-9-Einheit anbieten. Dann finden Sie meinen Schlüsselanhänger von den Grünen, den ich habe, da bin ich sowieso hier weg. Aber Sie sind ja wirklich so eine ganz große Nummer. Sagen wir mal, wenn jetzt der Herr Schäuble heute Abend zu viel Spätburgunder zu sagen ist, dann sind Sie immer mit der Chef in der Mitte. Haben Sie jetzt nichts besser zu tun, als am Sonntagabend hier hat sich nichts Besseres angeboten. Finanztransaktionssteuer ist eine alte Forderung von ATTAC, also eher nicht CSU-nah, verlinkt die CSU. Also werdet ihr, findet ihr die CSU praktisch die neue Linke? Also, Adenauer hat mal den schönen Satz geprägt, was hindert es mich täglich klüger zu werden? Und wenn man erkennt, dass die Finanzmärkte zu lange unreguliert waren, muss man daraus die Konsequenzen ziehen und das kann man auch über parteiübergreifend tun. Und deshalb sind wir uns ja im Bundespartei über Fraktionsgrenzen einig, dass eine solche Finanztransaktionssteuer kommt. Sie haben es möglicherweise nicht erwartet, ich lässt da hier manchmal mit den CSU. Darum möchte ich jetzt meine Publikum deutlich, die CSU wird klüger. Ja, also ist einfach. Selbstverständlich, ich war allerdings schon lange in der Schule. Also, wahrscheinlich lassen Sie sich gar nicht rein. Jetzt habe ich aufgelesen, Sie sind Major der Reserve. Welche Waffen auf der Wand sind? Panzertruppe. Um Himmels Willen. Können Sie erlauben? Ja. Und Sie wissen auch, was ein Lüsterklemme ist. Da ist nämlich die Frau Merkel dran gescheitert. Lüsterklemme hat auch was mit der Wand zu tun. Ja, nichts mit Sex, ne? Weil man sich nur Lüster. Drei Kinder. Wie leicht hilft Ihnen Ihre Frau bei der Erziehungsarbeit? Es gibt eine schöne Geschichte, die ich gerne erzähle. Da waren unsere Kinder, die jetzt schon ausbildungsmäßig aus dem Haus sind, noch schulpflichtig. Ich war am Wochenende zu Hause. Und meine Frau hat wie immer das Kommando geführt. Und dann hat sie einfach mal zu mir gesagt, jetzt sag halt du auch mal was, immer muss ich hier der Buhmann sein, vielleicht kannst du auch mal was sagen.
Ja, und dann habe ich bei Priesters guter Gelegenheit in dieser Erziehungsaufforderung meiner Frau gefolgt. Und dann hat mein Sohn, wir haben zwei Töchter und einen Sohn, zu mir gesagt, Papa, bei uns ist die Mama der Bestimmer. Ich gebe Ihnen ein paar Stichworte und Sie kommentieren die so, dass es unten auf vier weiß. Der Herr Fuchs zückt schon die Kamera. Ich sage jetzt einfach Christina Schröder. Na, dann hau ich leider ins Betreuungsgeld. Ach komm! Na, aber halt, Moment. Das wird einfach schlimm mit dem Betreuungsgeld heute. Also, da muss ich. Kanzler Peer Steinbrück und Ministerpräsident Christian Ude. Nicht gelassen, ja. Die Zukunft von Oberfranken. Ach na, Moment. Die Zukunft von Oberfranken ist praktisches Betreuungsgeld. Das heißt. Das wird abführen. Letzte Frage. Günter Beckstein hat gesagt, er hat keines der 10 Gebote gehalten. Wie schaut es denn bei Ihnen aus? Vielen Dank, herzlichen Dank. Ich lasse mich.